Das ist eine Maschine, mit der man... Was man kann. Eine Art Maschine? Ja, kannst du wahrscheinlich Butter reintun. Ich habe schon genug Schaden angerichtet. Okay. Wir brauchen Tinte, wir brauchen Butter. Ich würde ja sagen, im Heuhaufen ist irgendwas, aber... Bräuchte ich da nicht einen Metalldetektor oder sowas in der Art? Das ist doch zwecklos. Ich glaube nicht daran, dass man irgendwas findet, indem man einfach einen Heuhaufen durchstürmt. Aber da muss das Ding doch drin Hier sein. Hier fehlt ein Teil. Genau. Der Butterer. Ich glaube mich zu erinnern, dass das Ding... Kann ich vielleicht Fluxi wild einspannen? Nein, nicht das. Okay, gut. Hier oben haben wir noch ein bisschen Heu. Ich glaube nicht, dass ich da... Er glaubt nicht, dass er da was finden wird. Okay, ja. Dann weiß ich auch nicht weiter. Er hat ja gemeint, es ist irgendwas rausgefallen, die hatten es gesucht, aber... Ich glaube nicht, dass mir das Eichhörnchen... Vielleicht kann ich Fluxi wild da reinschicken? Flux, geh doch bitte mal darauf und frag das Eichhörnchen, ob du dir seine Nüsschen greifen darfst. Ich dachte schon, du würdest mich nie fragen. Hä? Okay, wir sollten also das Eichhörnchen irgendwie da oben wegbekommen. Ich glaube schon auswählen, ne? Den Pfefferbutt bekomme ich auch nicht weg. Ich versuche jetzt einfach mal ein bisschen was Doofes zu machen. Kann ich ihn irgendwie wieder verniedlichen? Ich glaube, es hört gar nicht zu. Er hört nicht zu. Gibt es irgendjemanden, der zuhören könnte? Ach nee, der will bestimmt nicht zuhören. Eine Hand mit einer hellwachen Maus. Ich schätze, diese Nuss darf noch längst nicht jeder anfassen. Diese Nuss darf nicht jeder anfangen. Die Hand ist bereits voll. Schwierig. Das ist die lächerlichste Konstruktion, die ich je gesehen habe. Sie funktioniert. Natürlich ist sie das. Das ist die Trickreichbahn. Perfekt rundes Loch. Aber warum ist er ein perfekt rundes Loch? Das muss ja auch irgendwie kommen, oder? Okay. Das ist die Gym-Obertrickreich. Weite Wüste Wildnis. Niedertrickreich. Wieder Trickreich? Ach so, unteres Trickreich. Das war einfach nur die. Jim's Gym. Das beste und einzige Fitnesscenter im Trickreich. Außerdem beliebte Landezone für Hundekacke. Gibt's hier noch irgendwie lang? Sieht nämlich aus, als würde der Weg hier so ein bisschen reinführen.
wenn wir kein Mitglied sind. The Toilet. Können wir nicht benutzen. Scheint, als sei die Toilette verstopft. Sie verstopft. Kein Schollenspülen mit einer verstopften Toilette. Keine Chance. Steht irgendwas auf der Rolle der Weisheit. Fisch in Fischbehälter platzieren. Das ist das da hier. Achtung, jetzt wird spannend. Fischbeschleuniger bestätigen, um Spülung einzuleiten. Auf den Fisch konzentrieren. Da ist also etwas drin, was wir nicht rausbekommen. Besser nicht. Vielleicht kann er da reinkriechen. Flax, was hältst du von der Idee, in die Toilette zu kriechen und alles zu beseitigen, was so an vermodernden Fäkalien die Leitungen verstopft? Wird wohl nicht passieren, stimmt's? Schade. Ich hatte eigentlich schon darauf gesetzt. Ja. Da ist ja noch dieser mechanische Vogel ist in noch schlechterem Zustand als die Uhr. Ja, das sieht man irgendwie. Eingang der Fakme. Dieser mechanische Vogel ist noch schlechter. Aber ich kann wahrscheinlich nichts mit dem machen, ne? Das ist der Eingang. Pass auf! Aufpassen! Nix! Ich sag das in. Okay, wir können da rein. Oh. Achso, wir müssen auf das Licht da oben achten, glaube ich. Komm, geh da wieder an. Yes, wir können rein. Wake me! Boxhandschuh. Ich würde den gerne mitnehmen. Ein Boxhandschuh. Kann ich den mitnehmen? Hey, Flax. Warum probierst du dein Glück nicht mal an der Präsentmaschine? Tut mir leid, ist nur für zahlende Kunden. Die Zukunft der Prügeltechnologie. Was bedeutet das? Es bedeutet etwa die Zukunft der Prügeltechnologie. Oh, danke. Haben wir irgendwo ein Telefon? Habe ich ein Telefon übersehen? Renn ich nochmal in die Stadt? Welche Nummer oder Farbe man hier wohl wählen muss. Leute, wir haben's. Das heißt es also, wir müssen die Farben benutzen. Gucken wir als erstes mal den also wir haben mehrere Symbole. Also wir müssen jetzt mischen, oder was? Ja, gelb. Gelb. Blau. Grün. Rot. Orange. Guten Tag und vielen Dank für Ihren Anruf. Doch meinem Terminplan entsprechend habe ich mit der Entspannung begonnen und kann daher nicht ans Telefon kommen. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Okay, gut. Dann versuchen wir es mal mit der Wake Me als Person und versuchen auch das Rätsel bei denen zu lösen. Das war dann rot, dann kommt orange dran, dann gelb, grün und orange. Okay, los. Rätsel lösen. Willkommen bei Wackmies lustigem Ratespiel. Schwarz-Weiß ist Eis. Mitmachen ist kinderleicht. Hören Sie sich einfach die jeweilige Frage an und wählen Sie dann mit Ihrem Farbtupfer.
Kriegst du. Bereit? Ja. Frage 1. Welche Farbe hat Jims Fell? Jims Fell ist blau. Frage 2. Welche Farbe haben die Fischschwänze oben am Örtchen? Gelb? Orange. Frage 4. Welche Farbe hat der Fisch, den man auf der rechten Schulter einer Patrouillenuniform des örtlichen Sicherheitsdienstes findet? Auf seiner rechten? Rot. Ich hab's auf dem Dienstausweis gesehen. Ich weiß es nicht mehr. Gelb. Und unsere letzte Frage lautet: Welche Farbe hat der Pfeil, der im Trickreich den Weg zu Jims Gym weist? Oh, wie schade. Sie haben leider nicht alle unsere Fragen richtig beantwortet. Aber versuchen Sie es doch mal noch. Okay, gut. Wir kriegen das hin. Jetzt bin ich gehypt. Raus. Okay, wir speichern uns das alles ab. Ein perfekt. Hier ist auch ein rundes Loch, hä? Eichhörnchen. Das ist die Leck. Natürlich ist das ist. So, los rüber. Okay, gut, jetzt müssen wir uns das merken. Hoffentlich kann ich mir das merken. Das war richtig. Blau war richtig. Führt zu Jims. Jim. Er hat auch blau als Farbe. Dann habe ich wahrscheinlich das Halsband falsch gemacht, oder? Das ist da. Grün! Grün war sein Halsband. Grünes Halsband. Blau, blau, grün. Blau, blau, grün. Blau, 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 grün. Was gab's noch? Das Telefon. Ich ruf da jetzt an. Machen Sie fertig. Nein, falsch. Jetzt werde ich aufgeregt. Rot. Nein! Ach, ich darf nicht so schnell machen. Warte, langsam. Und ruhig. Rot. Orange. Gelb. Grün. Okay, los geht's. Preis ist heiß, Junge. Willkommen bei Wackbys lustigem Ratespiel. Schwarz-Weiß ist heiß. Mitmachen ist kinderleicht. Hören Sie sich einfach die jeweilige Frage an und wählen Sie dann mit Ihrem Farbtupfon die richtige Antwort aus. Bereit? Ja. Frage 1. Gib's mir. Clef ist der Lila. Frage 4. Welche Farbe hat der Fisch, den man auf der linken
Schulter einer Patrouillenuniform des örtlichen Sicherheitsdienstes findet. Gelb. Frage 5. Welche Farbe haben die Blumentöpfe vor dem Gebäude von Wakeby? Frage lautet, welche Farbe hat der Pfeil, der im Trickreich den Weg zu Wakeby weist? Oh, wie traurig! Sie haben es vermasselt! Verdammt! Aber danke, dass Sie mitgespielt haben! Okay, gut, dann gucke ich mir nochmal die Farben an, versuche mir alle irgendwie einzuprägen. Sehen wir uns gleich. Willkommen bei Wakebys lustigem Ratespiel. Wir sind back, Leute. Und wählen Sie dann mit Ihrem Farbtupfon die richtige Antwort aus. Alles? Bereit? Alles Frage 1. Welche Farbe haben die Rocky Mountains in der Weitwüstenwildnis? Easy war orange. Wir hatten eben fast alles richtig, bis auf die Blumentöpfe im Fort Wakeby Gebäude, weil die sind lila. Ich hatte, glaube ich, rot gesagt, die sind lila. Sie haben das Limit überschritten. Frage 1. Welche Farbe haben die Rocky Mountains in der Weitwüstenwildnis? Orange haben sie. Was? Welche Farbe haben die Fischschwänze oben? Willst du mir jetzt hier mit so Noob-Kacke kommen, oder was hier, ey? Frage 4. Welche Farbe hat Krebs Halsband? Kleff ist der Hund. Der wird grün. Gelb! Gelb. Komm schon. Unsere letzte Frage lautet, welche Farbe hat der Pfeil, der im Trickreich den Weg rot zu Wakeby weist? Rot! Go to fly. Okay, was war das? Okay, gut. Nee, scheiße. Okay, was war das? Was war das? Ach, draußen angekommen wahrscheinlich. Oh, da ist ein hüpfendes Paket. Wakeby Springbohnen. Nee, dann können wir vielleicht beim nächsten Mal sagen, wir hätten was bei Wakeby gekauft und können dann endlich den Gratis-Automaten nehmen. Gratis, Junge, obwohl man ja eigentlich schon was bezahlt hat. Ja, wir nicht. Deswegen, alles cool. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal mit Fortschritt. Wir haben Fortschritt begangen. Sehr schönes Gefühl. Sehr schönes Gefühl, einen kleinen Test abgeschlossen zu haben. Naja. Haut rein, Leute. Fresh Flicks. Geht weg.